Hallo, ihr lieben Friedenswächter. Schön, dass ihr alle hier seid nach diesem sehr großen, lustigen Samstag. Ich hoffe, es hat euch allen sehr gefallen. Das nicht international, aber deutschlandweite Vernetzungstreffen. Ja, genau, da kann man eigentlich applaudieren. Fand ich Respekt und danke an alle, die da mitgemacht haben, im Hintergrund, wie auch im Vordergrund und als Gäste und wie auch immer. Ist ja unendlich viele Sachen, die da getan werden mussten und getan wurden. Und ich denke, jeder, der da war und auch jeder, der authentische Medien sich anguckt, hat ja gesehen, dass das, glaube ich, für die gesamte Gruppe, für den gesamten schlauen Schwarm eine wichtige Zusammenkunft war, weil es einfach mal schön ist, um das auch menschlich zu halten, dass man da mal zusammenkommt, dass man sieht, dass da echte Menschen hinterstehen und dass eben viele Sachen, Projekte, Initiativen, Aktionen, was auch immer, schon ganz gut klappen und eben auch Wirkung erzeugen. Und das ist immer sehr wichtig, gerade in so, wie sagt man, Zeitpunkten oder Momenten in so einer Entwicklung von so einer Bewegung, sage ich mal, wo natürlich, weil viele neu zum Beispiel in dem Spielchen sind, dann auch immer mal Missverständnisse in den Gruppen herrschen oder irgendwie ein bisschen Zwietracht mal ist oder irgendwie ein bisschen knatscht. Das ist alle ganz normal. Ich hoffe, ihr seid da auch alle sehr entspannt, dass man das nicht immer alles gleich persönlich nehmen sollte. Wenn mal irgendwo was hakt oder wenn so Sachen sind, wir müssen immer begreifen, dass wir schon eine Schnittmenge haben und die Kleinigkeiten, die allzu menschlichen Differenzen oder Widersprüche oder Missverständnisse eben, die es ja meistens nur sind, die sind gar nicht so schlimm. Also keine Angst vor ein bisschen Reibung. Reibung erzeugt Wärme, das ist jetzt gerade nicht so wichtig, aber im Winter werden wir uns freuen. Kann nicht schaden, wenn man da angstfrei reingeht, gibt es da kein Problem. Probleme gibt es nur, wenn man vorfällt, sich dann negative Gedanken macht und dann am Ende kriegt man genau die Rechnung, was man sich vorher überlegt hat und dann hat man sich mit jemandem entzweit oder dann gab es Schwierigkeiten. Das ist alles ganz normal, macht euch da keine Sorgen. Viel wichtiger ist zu sagen, dass der Samstag, wie gesagt, ein voller Erfolg war, würde ich sagen. Ich weiß nicht, was die Zahlen sind immer so relativ, aber mit diesen Freunden von der palästinensischen Demo, die dann spontan noch zu uns dazugekommen sind am Potsdamer Platz, waren wir wohl angeblich 5.000 bis 7.000 Leute. Wie auch immer, ich sage ja, Zahlen sind nicht zu wichtig, aber jeder, der da war, hat es ja gesehen, war wirklich massiv, war wirklich sehr schön auf das Bild. Und wie es nun mal so ist, nach einer wilden Party sind wir heute natürlich hier recht intim erstmal von der Anzahl, weil natürlich viele von unseren Partnerstädten und Freunden aus Deutschland, aus den anderen, von den anderen Mahnwachen sind jetzt natürlich wieder nach Hause und jetzt sind wir wieder mehr so unter uns, in Anführungszeichen, was ja auch nicht schlecht ist. Auch das ist völlig in Ordnung und wenn man mal Luft holen will, weil zum Beispiel viele sich echt sehr fleißig verausgabt haben am Samstag, ne Manuel zum Beispiel, großartige Leistung, dich möchte ich speziell mal als exemplarisch jemanden nennen, der da still im Hintergrund heldenhaft ganze Generatoren alleine auf die Rückladefläche eines Transporters bewegt. Leute, so kommen wir richtig weit. Wenn jeder mal so zupacken würde wie Manu, dann ist da überhaupt keine Schwierigkeit mehr in dem Spielchen. Macht aber leider nicht jeder. Ihr wisst, ich bin auch immer ein Freund der Wahrheit. Wir müssen auch immer ehrlich sein und gucken, was wir tun und was für Wirkungen und Ergebnisse daraus kommen. Größtenteils überwiegend alles bestens. Aber man muss das auch nicht irgendwie künstlich schönreden. Und wie gesagt, ich würde mich persönlich, ist jetzt nur mal selten, aber mein persönlicher Einwurf, würde mich sehr freuen, wenn viele so zupacken wie mein Kumpel Manu. Weil das echt manchmal einfach nicht nur psychisch, sondern auch physisch eine harte Arbeit. Aber das wisst ihr ja. Viele sind ja auch schon längst am Start und helfen spontan einfach mit, indem sie dann fragen, welche Kompetenzen gebraucht werden und wo noch Unterstützung nötig ist. Hallo? Auch die Technik hat ja schon öfter mal in Form von Magic Marco eine Durchsage gebracht am Washingtoner Platz oder auch am Potsdamer Platz neulich, dass da gelegentlich gerne auch Leute, die technische Erfahrung haben oder da mithelfen wollen oder können beim Sound oder auch beim Film. Danke auch an euch natürlich, dass ihr immer schön ehrliche Medien seid, indem ihr einfach abbildet, was so passiert in den ganzen Monaten. Ist wirklich wichtig. Ich freue mich sehr, dass ihr das macht und ihr zieht auch seit Monaten durch. Zieht auch immer keiner, weil die Leute sehen dann nur irgendwelche unwichtigen Leute oder irgendwelche Bilder. Aber würdet ihr die nicht machen, wären die nicht da. Ist jedem klar, aber schadet nicht, das nochmal zu sagen. So, damit bin ich erstmal fertig mit meinem Hallo-Begrüßungswort. Ich halte es bewusst etwas... Hallo? Ich halte es etwas knapp, ja.
Da ist eben, wie gesagt, die Wirklichkeit und Live und Zukunft und so, da passiert sowas eben. Das ist nicht wie bei RTL, wo immer alles wie am Schnürchen läuft. Muss es auch nicht. Ich halte mich jetzt erstmal ein bisschen zurück. Wir haben schöne Gäste wieder für euch vorbereitet, ein bisschen Musik auch. Und wir fangen jetzt erstmal an mit der Loni Ackermann, die über einen Teaser-Vertrag reden möchte und Datenschutz. Und ja, komm her, Loni, trau dich. Und dann viel Spaß damit und ja, schön, dass ihr da seid. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, es freut mich, dass ich hier was ganz Trockenes, Politisches, ängstlich, Beängstigendes Ihnen allen und euch vortragen kann. Ich bin seit 2001 bei ATTAC Europa sozusagen vor allem Aktivistin und wir haben es verhindert, dass so eine blöde Idee wie eine Verfassung für Europa in die Tonne getreten wurde, im Wesentlichen natürlich von Frankreich. Aber danach haben sich die Niederlande angeschlossen und heutzutage finden die meisten Dinge, die uns richtig bedrohen in unserer Existenz und auch in unserem Staatswesen, wenn man so will, geheim statt. Wir haben also drei verschiedene beängstigende Verträge, die momentan verhandelt und diskutiert werden. Und das Schlimme ist, dass dieses so demokratisch sich immer aufspielende Europaparlament, was ja gar kein Parlament ist, denn es hat ja keine Initiativrechte. Und wenn es irgendwas beschließt, dann kann die Kommission das immer noch wegkippen und erstmal auf Eis legen und dann kommt es nicht wieder. Das Allerschlimmste, was momentan verhandelt wird, und zwar ist das in Genf, geheim. Und da ist aber von WikiLeaks einiges durchgesickert. Wir können also sowieso immer nur reagieren oder uns einbringen oder anfangen zu kämpfen, wenn uns was geliefert wird. Das heißt, wenn irgendjemand ein wichtiges Fax irgendwo hinschickt oder so. Es ist, dieses Ding heißt in dem Falle Teaser. Und Teaser ist natürlich wie die ganzen Klamotten in europäischem Rahmen eine Abkürzung. Und Teaser heißt Trade in Services Agreement und ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der schon seit Monaten in Genf verhandelt wird. Das Ziel ist, EU, USA und 21 weitere Nationen sollen zum Beispiel europäischen Datenschutz verbieten, Beseitigung der Hemmnisse in Handel mit Dienstleistungen und öffentlichen Diensten. Also zum Beispiel wird zur Verfügung gestellt, weltweit sich einzubringen in Justiz, Polizei, Gesundheit, Bildung und so weiter. Das sind Sachen, die momentan tatsächlich auf dem Programm sind. Was aber schon erreicht ist, sind die beiden anderen Verträge, die momentan geheim in Brüssel verhandelt werden. Und das auch schon seit Monaten. Und da hat unser tolles EU-Parlament tatsächlich im April erst das Verhandlungsmandat vergeben. Statt also nachzugucken, worum es sich wirklich handelt, bei dem Freihandelsabkommen hat man einer kleinen Gruppe zugestanden, geheime Verhandlungen durchzuführen, um zu einem Abkommen zu kommen. Und dieses TTIP heißt Transatlantic Trade and Investment Partnership, wobei natürlich das Schlimmste daran ist die Investitionspartnership. Wir hatten ja mal eine Justizministerin, die gar nicht so unflott war und die hat einen tollen Artikel geschrieben in der Süddeutschen Zeitung mit der Überschrift, der Investor wird König. Das heißt, der Investor kann in einzelnen Staaten einklagen gegen die Löhne, gegen einen Mindestlohn. Er kann dafür sorgen, dass ihm sein gedachtes sein gedachter Gewinn zugeschrieben wird und garantiert wird. Und es ist absolut skandalös,
denn es stehen nicht nur das berühmte Chlorhühnchen, das aus den USA mit viel Aufwand und in Großcontainern an uns geliefert werden soll, sondern eben auch genmanipulierte Früchte, genmanipulierte Erzeugnisse im Allgemeinen. Also das heißt, es ist im Grunde die Idee, den Europäern die Maßnahmen oder die gesetzlichen Gegebenheiten der USA aufzudrücken. Und das bedeutet eigentlich Verlust von vielen Arbeitnehmerrechten. Und wer schon mal in den USA gelebt hat oder sich damit beschäftigt hat, der weiß, dass in vieler Hinsicht wir hier als Arbeitnehmer zwar in den letzten Jahrzehnten sehr viel verloren haben, aber wir stehen immer noch vergleichsweise gut da, wenn man auch weiß, dass es in der Realität um Lohnsenkungen in den letzten 10 Jahren gegangen ist. Das ist das eine. Dann gibt es CETA. CETA ist auch so ein Abkommen, heißt Comprehensive Economic and Trade Agreement und ist genau dasselbe sozusagen wie das TTIP, das mit den USA den Freihandel definieren und festschreiben soll. Und das bezieht sich auf Kanada. Jetzt ist am letzten Dienstag gelungen, mit 150 Organisationen in Brüssel eine europäische Bürgerinitiative ins Leben zu rufen. Und zwar Ablehnung von TTIP und CETA. Das ist der zentrale Punkt. Das Problem ist, dass zum Beispiel bei diesem TISA, Trade in Services Agreement, ein völkerrechtlicher Vertrag entstehen soll. Das heißt, für die Ewigkeit. Also ein Vertrag, aus dem wir nicht aussteigen können. Und das gibt uns eigentlich gar keine freie Entwicklung mehr und stellt unser das System der 28 europäischen Staaten vollkommen in Frage. Das heißt, es ist bei TTIP zum Beispiel daran gedacht, eine quasi Überprüfungskommission zu etablieren, die irgendwelche gesetzlichen Vorgaben oder Maßnahmen, die das Parlament beschließt, vorher zu checken. Also auch zu sagen, das geht so nicht, denn das widerspricht den Möglichkeiten der Großindustrie, hinreichend Profite zu machen, und das ist abzulehnen. Und wir haben in vieler Hinsicht schon vor Jahrzehnten eigentlich lernen müssen, dass viele Gesetzentwürfe und im Parlament eingebrachte Vorschläge in den Beratungsphasen in Richtung amerikanischem Gesetz oder amerikanischer Vorgaben geändert werden mussten. Also ich denke, es ist an der Zeit, dass man lernt, wir müssen unsere Souveränität, soweit sie da ist, sie ist ja nicht wirklich da, jedenfalls das, was wir davon noch haben, tatsächlich verteidigen. Und der Rahmen EU darf uns nicht lähmen. Das hat sich inzwischen so entwickelt, dass es für den Bürger gar nichts bringt. Vielen Dank.